Willkommen zurück zu Baba is You. Vier Welten haben wir hinter uns und nun gehen wir weiter zur fünften Welt. Ich glaube, das ist hier rechts dieser Wald. Der tiefe Wald. Ich bin gespannt, was für neue Mechaniken auf uns warten. Und ihr seht, das wird wieder eine große Welt. Mit einigen Leveln vor uns. Eine Renovierung gibt's direkt schon mal. Im Wald? Eine Renovierung im Wald? Belt is Shift? Was ist denn Belt und was ist denn Shift? Wall is defeat. Push, liegt einfach rum. Kicke is you. Water is stop. Flag is swim. Ach, das ist so ein... Oh! Da können wir nicht mal hoch. Ah, das ist ein One-Way, so gesehen. Das ist so ein Aufzug oder sowas. Das ist Belt? Ja, du bist Belt. Okay. Shift. Belt ist Push? Kann ich dich schieben? Ja, kann ich. Aha. Wait. Dann schiebe ich dich mal mit. Kann ich das so machen? Ah, die gucken immer in die Richtung, wo ich sie hingeschoben habe. Ja, schaut. Schaut euch das an. Aber da krieg ich es nicht durch. Da, oder? Das killt mich jetzt. Oder macht gar nichts, weil es ist Wall. Okay. Dann, oder warte. Da muss ich es vielleicht woanders hinschieben. Zum Beispiel. Nee, jetzt komme ich nicht durch, oder? Ach, das killt mich. Moment. Ist das überhaupt eine Wand? Aha. Hä? Okay, wait. Ja. Und jetzt haben wir's. Okay. Interessant. Wir lernen neue Dinge. Tutorial-Levels sind in diesem Spiel immer gut, weil die kriegt man fast nie. Also akzeptiere ich das, ja. Weil oftmals denke ich mir in diesen Leveln, was soll ich überhaupt machen? Oder wenn ich mir die Lösung anschaue, denke ich mir, wie hätte ich darauf kommen sollen? Ja, na gut. Geräteschuppen. Schnuppen, Schuppen, Luppen. Wall is Wall. Wall is Stop. Baba is You. Key is Open. Hier ist noch ein Is Push. Door is Shut und da hinten ist Win. Oh. Okay. Wieso ist das nicht? Achso, weil Door ist kein Wall. Also Door ist kein Stop. Okay, aber Wall is Stop. Das will ich nicht. Key is Open. Ja, das... ist aber nicht hilfreich irgendwie. Ich könnte Wall is open machen, aber das würde nicht helfen, oder? Warte mal, ich kann das hier mitnehmen. Wall is shut. Key is open. Ne? Genau, dann mache ich Key is Push Open. Und dann schiebe ich das aus der Tür raus. Hab das hier. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht nachgedacht. Jetzt liegt das Window halt rum und ich kann es nicht benutzen. Nee, wait, ich kann es doch benutzen. Wait. Doch, ich kann es benutzen. Door is win. Doch. Door is win. Ich kann das hier runterschieben. Ja. Okay. Die Welt gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr als die letzte. Du. Kein Zutritt. Halt, stopp. Das geht zu weit. Kein Zutritt. Fungus has flag. Also wir haben jetzt Pilze. Ja, da oben rechts sehe ich einen. Der hat die Flagge. Bug is defeat. Also die Spinnen da oben, das sind Bugs, das sind Käfer. Das sind Kaputtmacher. Belt is shift. Ja, okay, das hatten wir schon. Fungus is melt. Hedge is stop. Tree is pull. Okay, das ist der Baum. Kicker is you. Tree is hot. Flag is swim. Das heißt, mit dem Baum können wir oben den Pilz schmelzen lassen. Der Pilz droppt uns... die Flagge und Flagge bringt uns zum
win. Wir wollen aus irgendeinem Grund hier durch, maybe? Bei den Käfern? Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn mitnehme. Ne? Wenn ich sage, ich möchte ihn mitnehmen. Was ist mit dir? Du stehst da rum. Ich kann Meld ausmachen, aber es ist halt nicht hilfreich oder sonst was. Ich habe halt keine Möglichkeit, ihn hier mitzunehmen. Das muss ich irgendwie anders machen. Hilft das irgendwas, dass das Belt mich da so durchschiebt? Hilft das irgendwie? Irgendwie? Irgendwas? Keine Ahnung. Kann ich das Trees Pull mitnehmen vielleicht? Vielleicht soll ich es dann mitnehmen? Keine Ahnung. So. Ups. Also ja, mein Ziel, wie gesagt, den Baum zum Pilz zu kriegen, damit wir gewinnen. Wieso kann ich hier lang? Wie hilft mir das? Okay, würde die Position vielleicht irgendwie weiterhelfen? Warum kommst du nicht mit? Jetzt kommst du mit. Tree ist... Oh, ich bin stuck. Oh! Wait. Nee. Ich glaube, ich bin da nah an irgendwas dran, aber... Das letzte Stück Puzzleteil liegt so weit weg noch. Hilft das? Hä? Was zum... Ja, okay, ich kann einfach hier komplett durch. Und es bist stuck. Wow. Boah, ich... Sorry, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Ganz ehrlich, irgendwie... Verstehe ich es einfach nicht. Egal, wie ich das mache... Ich muss ja den Baum zuletzt reinkriegen. Ich würde zwar am liebsten den Text zuletzt reinkriegen, weil da hätte ich vielleicht einen Plan, aber ansonsten... Wenn er einmal hier ist... Wait, what? Warum ist das gerade passiert? Was? Wie bitte? Hä? Okay, dann teste ich mal, ob meine Theorie stimmt. Meine Theorie wäre... Ist das nur wegen dem? Oh nein. Wait. Aha? Was zum... Ey! Was ist hier gerade passiert? Hä? Ich check gar nichts mehr, ey. Ich check gar nichts. Also... Ja... Das könnte... Wenn ich's richtig gemacht hätte... Hätte das hier funktionieren können. Maybe? Eigentlich will ich, dass es genau andersrum ist. Also jetzt soll es Trees Pool sein. Ich ziehe ihn hier hoch. Dann steht er hier, wo ich jetzt gerade stehe. Dann gehe ich hier durch, ne? Dann gehe ich hier außen rum. Schiebe das so, dass ich den da hochschieben kann. Und ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, dass ich ihn hier drüber ziehe. Okay, ich weiß es nicht. Ich schaue es, glaube ich, nach. Ich bin out of options. Das ist halt... Nicht einfach, wenn man nur 4 Objekte hat, mit denen man arbeiten kann, ne? Und da oben dieses Fungus smelt. Ich meine, ich wüsste nicht, wie das helfen soll. Durch die Bugs komme ich... Oh, komm ich durch die Bugs? Wait. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Achso, weil ich es auch nicht kann. Oh. Nee, ich glaube, das würde auch nicht helfen. Hedge ist stop. Ich meine,
Tree-Stop könnte ich machen. Das würde mir noch weniger helfen. Also, mal schauen. Wow, ich habe jetzt gerade nur angefangen, mir die Lösung anzuschauen. Ich würde es von da jetzt ausprobieren, ob ich von da weiter weiß. Na, wie so ein kleiner Hinweis nehme ich das jetzt mal. Und zwar können wir einfach, also doch, wir können da oben mit den Käfern arbeiten. Wir können Belt is Pull machen, somit das hier rausziehen. Ob das jetzt hilfreich ist in irgendeiner Art und Weise, kann ich euch noch nicht sagen. Weil das kriege ich jetzt ja auch nicht mehr weg. Wie macht es mein Leben leichter, dass das jetzt so ist? Könnte ich irgendwie es hinkriegen, Fungus is Pull herzustellen? Wenn ich das mache, dann kriege ich das auch nicht mehr raus, ne? Oh, okay. Ja, okay, ich habe es gerade gesehen. Okay, ja. Ich kann den hier hinbringen. Das löst dann meine Probleme und dann habe ich es so ziemlich jetzt geschafft. Gut, ich gebe zu, das habe ich auch natürlich wieder nachgeschaut. Aber ja. Genau. Jetzt folgt er mir nämlich. Und ich kann gewinnen. Tudum. Yippie! Oder so. Okay, machen wir weiter mit Level 4. Baba antwortet nicht. Ja, stimmt. Nach 10 Folgen oder so hat Baba immer noch nicht ein einziges Wort mit mir geredet. Warum antwortet er mir nicht? Keke is you, Baba is push. Move ist da unten in der Ecke. Stuck. Okay, Belt is shift. Door is stop. Flag is win. Hedge is stop. Tree is stop. Door is defeat and open. Es? Read is... Und das ist noch ein Shot? Was ist denn Read? Read? Wo steht denn das? Regeln? Ach so, noch ist es nicht da, deshalb steht das noch nicht. Okay, Baba ist push. Was will ich denn überhaupt mit ihm machen? Das geht nicht. Was will ich überhaupt hinkriegen? Ich möchte irgendwie da oben hinkommen, durch die Tür und dann win. Wie... was passiert, wenn ich das hier mache? Read? Da, Read is defeat. Was ist denn Read? Ist denn hinter dem so ein Stück Gras oder so ein Hintergrundding? Ist das nicht gut? Ah! Ah, okay. Okay, dieser Grasbüschel, dieses Weizenstück. Das killt uns, wenn ich die Tür aufmache. Was bedeutet, dass Baba Move sein muss in dem Moment, wo er da oben ist, damit er da, sobald ich die Tür aufmache, dann automatisch nach rechts. Aber die Flagge ist ja nicht in der Ebene. Dieser ein Stück, ein Feld unten. Oh ja, what? Okay, Baba, schau mal. Wir gehen erstmal nach hier oben, ne? Ja, hier oben haben wir noch ein bisschen was anderes zum Arbeiten. Warum ist da eine Lücke? Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich Baba irgendwie zu irgendwas machen? Kann ich irgendwie helfen? Baba, kann ich hier helfen? Antworte doch mal. Aber warum antwortest du denn nicht? Baba ist sus, denn er redet nicht mit mir. Ja, Baba ist smooth, kann ich machen. Ja, das ist mir bewusst, das ist mir klar. Aber... noch hilft mir das nicht. Keke ist Baba, Belt ist Baba, könnte ich beides mal ausprobieren. Oder halt Keke, die Belt ist Push, könnte ich auch noch machen. Moment. Und ich kann die hier ja hochschieben. Und dann habe ich... ich versuche erstmal das hier. Keke ist Baba. Oh, ah, okay, das geht nicht. Ja, okay, gut, das geht nicht. Aber was gehen würde, ist... Belt ist Baba. Jetzt haben wir nämlich drei Babas. Ja. Und das bedeutet... nee, warte mal, das wäre doch viel klüger, wenn ich Belt ist Push machen würde, oder?
Dann kann ich die doch mitnehmen, nach da rechts hin, oder? Würde das nicht helfen? Ich habe das Gefühl, das würde irgendwie schon weiterhelfen. Wenn ich erstmal mache, hier Belt ist... Belt ist Push. Das Ding ist Push. Und dann... ja, dann... Wait. Wait, ich glaube, ich hab's. Das Ding ist... Ich schieb den so. Ach, der Baum steht im Weg. Sonst würde ich ihn da nach oben schieben. Und dann guckt er halt auch nach oben. Und dann schiebe ich ihn nach rechts ein Stück mit dem anderen Ding. Und dann guckt er... oben rüber zum Gras. Und dann mache ich einfach Baba ist Move. Ach so, warte, dann guck ich aber Baba auch nach oben während der Move. Ah! Okay, machen wir erstmal so, wie ich es vorhin hatte. Vielleicht war das ja, wäre es ja doch richtig oder sowas. Ne? Schauen wir erstmal, was passiert. Probieren geht über Studieren, sagt man doch so gern. Baba. Baba, mein Kumpel. Baba, 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 Baba. Ja, Baba, Baba, Baba. Geh doch mal vor. Jetzt ist er halt stuck. Baba ist Move. Jetzt ist er da drin. Genau. Genau, genau. Aber jetzt kriege ich ihn auch nicht mehr weg. Jetzt bewegt er sich da für immer und ewig. Nee, ich glaube, das Baba ist Move und jetzt allerletztes machen, oder? Ich muss ihn. Ach, verdammt! Wie. Ah, Mann, wie kriege ich ihn denn da hoch? How? Wie zur Hölle soll ich Baba hier auch kriegen? Hierhin. Er muss zumindest mal in diese Ebene kommen, damit ich weiter belegen kann. Ich sehe eigentlich keine Hoffnung hier in diesem Level. Ich weiß es einfach nicht. Mir fällt auch nichts mehr ein, was ich noch nicht probiert habe. Irgendwas ein. Mir fällt auch nichts mehr ein, was ich probieren könnte. Das wird ihm jetzt auch nicht mehr helfen, denke ich. Also ich glaube, das wird wieder ein Level, wo ich mir die Lösung anschaue. Juppie! Weil ich das ja noch nie gemacht habe, diesem Spiel. Juppie! Juppie! Baba, ich komm mal mit, ja? Oh mein Gott! Ich hab falsch rum die ganze Zeit gedacht. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, ich soll Baba nach da oben rechts bringen. Was ich eigentlich tun soll, ist Baba nach da unten rechts bringen. Er soll das da unten verschieben und aktivieren. Während wir hier einfach stehen und darauf warten, bis aktiviert wird. Wow. Also Baba steht hier. Wir holen das Is und das Push hinaus. Ja, das Baba ist für später. Das kann sogar schon mal hier stehen. Eigentlich ist es aber wirklich viel simpler als gedacht. Tatsächlich. Also wir machen den hier. Das Push, ja? Und dann machen wir das so, dass er nach unten zeigt. Ja? Er zeigt nach unten. Dann haben wir den hier. Er zeigt nach rechts. Ich glaube, ihr seht schon, was mein Plan ist. Also, was geplant ist, generell. Ja. So, jetzt mache ich das Is hier rein. Und dann renne ich so schnell wie möglich. Schaffe ich das so? Ja. So, und jetzt? Leertaste. Bisschen warten, bisschen warten. Zack! Wir sind durch. Oh, ich habe die ganze Zeit falsch schon gedacht. Das Spiel braucht wirklich Tipps. Dringend. Ich sag das schon seit Folgen, aber es ist halt einfach so. Hinweise werden super wichtig. Tutorials, wie manche Objekte funktionieren, super wichtig. Das braucht das Spiel einfach. Das ist ein komplettes Gefühl. Aber egal. Patrouille ist das nächste Level. Und ich habe das Gefühl, dass wir das fast reinkriegen. Ohne Problem. Natürlich, immer. Tree ist Push. Door ist Sink. Has Tree? Also die Tür kann sinken und hat dann einen Baum. Und den Baum kann ich dann schieben.
Aha, Baba is you, wall is stop, flag is win, tree is tree, lol. Text is float. Aha, skull is defeat and move. Woof? Wow! Wow, was? Okay, okay, na gut, also, that's a thing. Wasser macht nichts. Wir können auf jeden Fall hier ein paar Sachen entfernen. Wir können zum Beispiel machen. Door is push. So, Moment. Das kann ein bisschen dauern. Hier ist so viel zu machen. Ich kann ihn pushen. Warte mal, vielleicht wäre es ganz klug, wenn ich sie jetzt reinpushe, damit die da drinnen sind, oder? Nee, ändert nichts, oder? Kill ich damit ein? Nee, damit schubst du dich nur wieder weiter weg. Hilft es? Door is tree. Tree is. Push oder sowas? Door is tree. Okay. Ja. Meine Überlegung ist, irgendwas hier reinzunehmen und dann hier immer wieder die Skelette wegzuschubsen. Wisst ihr, was ich meine? Immer wegschubsen, wegschubsen, damit wir da hinten durch können und dann haben wir's. Also, Tree ist Tree. Das heißt, Tree kann nichts anderes verwandelt werden. Text is float, das bedeutet, ich kann noch keinen Text hier reinschieben, weil die Skelette-Köpfe, die schweben ja nicht. Tree has door? Würde das Sinn machen? Verdammt, was mache ich hier überhaupt? Boah, das ist ja alles komplett verwirrend. Tree has door. Is push. Tree is push has door. Muss jetzt. Ah! Ist ein bisschen nervig manchmal, alles so, so recht zu schieben. Aber ja, tree is push. Push ist hier. So. Die zerstören das nicht. Ach, weil ich erstmal Sink machen muss. Kann das sein? Ich muss erstmal sinken können. Oh, immer klingeln. Okay, bad timing, aber ja. So. Warte. Hilft das nicht? What? Nee, das macht gar nichts. Door has tree. Immer weiter, die ganze Kette, immer weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, mein Gott. So, door has tree is push. Verdammt. Is push, door is push has tree. Keine Ahnung. Ich hab ganz ehrlich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ganz ehrlich mit euch. Also ich denke mal, Doors Push ist mal gar nicht so verkehrt. Ich weiß nur jetzt überhaupt nicht, wie ich von hier aus weitergehen soll, weil es macht in meinen Augen keinen Sinn, dass es von hier irgendwie weitergeht. Es sei denn, ich soll die Tür vielleicht im richtigen Moment oder so darunter bringen und dann die Tree holen und dann, ne? Wieso sind die jetzt anders? Warte mal. Ha? Seht ihr das? Wann habe ich das hinbekommen, dass die anders sind? Also hat die Tür doch was bewirkt. Oder was?
So, weg damit. Oder was war das denn? Das ist Push ist? Oh! Wait! Aber hilft mir das? Aber hilft mir das? Nee, ich schaff's da niemals rechtzeitig darüber. What? Moment. Nein, warte, das krieg ich hin. Door has tree. Ja, gut, das hilft jetzt aber auch nicht, ne? Wait, kill ich damit immer einen? Sind doch jetzt weniger. Oder? Wait, sind es jetzt nicht weniger geworden? Warte mal. Vielleicht habe ich ja was jetzt. Einfach immer wieder hin und her wechseln? Oh Gott, das ist falsch. Erstmal den hier machen. Immer hin und... Tatsache, ich kill immer einen. Ah, das ist ja dann... Hä, ist das eigentlich dann mega einfach, weil... Ich doch dann... Wait. Warum muss ich es auch... Warum muss ich es denn auch so kompliziert bauen? So, jetzt. Das gilt den nächsten. Okay. Genau. Bam, 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 bam. Okay, mindestens einer muss noch sterben. Also, ja, genau. Nee, ich glaube, einer muss noch, genau. Jetzt noch einmal. Das heißt, ich schieb das irgendwie jetzt hier runter. Schieb das hin und her. Dass ich das irgendwie hier so hinkriegen kann. Und ich bin durch. Jetzt muss ich ihm nur direkt hinterher rennen. Jetzt. Jetzt ist der letzte Schritt. Door is tree. Das ist der letzte Schritt. Das heißt, Door is tree. Und jetzt das machen, was ich gerade gesagt habe. Jetzt. Und dann habe ich's. Boah. Ich war schon überlegen nachzuschauen tatsächlich. Okay. Die Welt fängt schon mal gut an. Und beim nächsten Mal werden wir mehr von dieser wunderschönen Welt sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denn hier kommt noch einiges auf uns zu, wie es scheint. Ich hoffe, ihr habt gehypt.